geht hier so schlecht? Wir sollen doch mal zur Minute gehen. Habe ich aber keine Lust zu. Was soll ich das? Komm. Nee, ich will noch ein bisschen feiern. Der Wind ist vorbei, das war eine Böe. Wir sollen aber da zum Auto gehen. Was soll ich denn dann? Du, bitte, dir geht nicht gut. Ein bisschen, nein. Komm, alles gut. Dann, ich kann mal die Jacke aufmachen, dann können sie wieder gehen. Voll im Griff? Ja, die kann das. Kann ich wieder gehen? Frau Hoch, Benni? Hallo? Hallo? Geh mal da rüber, das ist wichtiger. Wir müssen uns erst mal rüber verschaffen. Ja, genau. Komm doch mal da hinten, da fehlt auch noch wer. Ja, Martina. Martina! Das habe ich bei Dr. Haus gesehen. Martina? Hallo, kümmert sich jemand? Ja, und das ist so eine Leute. Können Sie mit mir? Ich glaube, das ist ein Notarzt, kommt von schon länger. Sie direkt mal auf zwei aus erstmal. Hallo. Ja, mal rot. Ich wollte ein Rot. Ja. Ja. Wollt hier bleiben, habe ich gesagt. Danke. Und die wollen ja nicht. Los, so. Aber seid ihr also rot? Lassen Sie sich schon ganz schön Zeit da. Das muss ich mal sagen. Nee, ich mach das hier. Gehen Sie mal bitte an Seite. Gehen Sie jetzt mal bitte an Seite. Wir wollen helfen. Gehen Sie mal bitte an Seite. Ja, aber ich will vielleicht helfen, anstatt zu schreien. Ich wollte nicht schlecht, wir müssen die finden. Wie geht's? Wo ist Martina? Ja, weiter. Hallo, hallo. Da vorne liegt auch noch jemand. Wir sollten meiner Freundin helfen. Rede ich mit einer Wand? Der geht es ganz so scheiße schon. Ja. Kannst du nicht. Ja, aber Sie sollten da vorne zu dem großen Auto gehen, ne? Aber ich kann da nicht ein bisschen mehr lächeln. Mal einmal die Fotos weg, nein, bitte. Nein! Das ist für Facebook! Hallo, ihr müsst mal ein bisschen gucken in die Kamera. Der ist total kalt hier. Der spürt seine Beine nicht mehr. Kannst du mir mal helfen? Komm hier hinten. Hallo. Kannst du mir mal helfen? Ey, komm mit dieser scheiß Kamera da weg jetzt, doch. Und wie skippst du das hier? Komm jetzt, was du mal
Wetterlage. Okay, also von dem Stromkasten selber geht keine Gefahr aus. Nein, derzeit nicht. Okay, alles klar. Also uns derzeit nicht gefahren. Alles klar. Ja. Gut. Dann lass uns nicht aus dem Rettungsweg den Halteplatz einrichten. Du lass deine Betreuer bitte hinten die Weißen betreuen. Ja. Und die beiden KTWs der Sandgruppe gibt an die beiden Roten. Ja. Und die restliche Sandgruppe dann bitte die anderen aus. Willst du ein Zelt haben? Ja. Ein Zelt? Okay, dann machen wir hinten an dem RTW eine Patientenablage, wo wir alles sammeln erstmal. Dann lassen die Sanis da eine Patientenablage aufstellen. Der Gruppenführer ist immer noch bewusstlos. Der ist total bewusstlos. Jetzt komm! Ja. Ihr steht hier nur rum und seid am Erzählen. Ja, jetzt komm! Der ist wirklich, der ist eiskalt. Was zu sich genommen? Außer Alkohol? Also, Entschuldigung. Da hat er gelegen. Ja. Und hier die Kaspar da, die kam an der Hand in so ein Wändchen angelegt. Ja. Aber dann hat er auf einmal so ganz komisch geatmet. Ja. So, also nicht so ein Schnarchen, sondern wie so ein Röcheln. Und er hat es auch so komisch gelegen. Okay. Sonst noch irgendwas? Hat er irgendwelche Vorerkrankungen? Kennst du den? Schmeckt das Bier noch? Willst du das erstmal zumachen? Okay. Wenn ich lecker bin. Kommt hier das an von Zugführer? Hört quasi. Bitte einmal hier zum IRW Feuerwehr zu rennen. Das habe ich bei Grayson jetzt schon gesehen. Das ist nicht gut, oder? Morgen. Der Arzt hört auf. Brauchst du da nicht mal einen Notarzt dazu? Wo ist los? Ist das doch rot oder nicht? Ich hab auch einen Notarzt an mich. Ja, so ein bisschen. Ich hab eine Grundschule gehabt. Nur die Person, andere Seite wird auch versorgt. Ja, also auf dem Rücken kann sie natürlich viel besser. Da hinten, da hat man Schmerzen. Aber der Kollege hat sie auf die Nase gelegt, da kriegt sie doch erst recht keine Luft. Also so liegt sie doch viel besser. Ja, haben die eben auch gemacht. Die hat ganz viel gekotzt. Schnarcht sie immer noch? Hast du noch geschnarcht? Vielleicht schläft sie auch einfach nur. Man darf der hat auch ganz halt Schmerzen. Das war halt lang. Der hat da total Schmerzen. Ich glaube, der Kopf ist immer kaputt. Ja, sieht man doch, oder? Das. Ja, habe ich Atmung, kein Atemproblem. Können Sie mich vielleicht jetzt noch nicht so lang? Aber so kriegt die doch keine Luft. Haben Sie Verletzungen, ja oder nein? Was ist A und B? Ich glaube nicht, ich gebe meiner Freundin Scheiße. Aber ich will das jetzt wissen. Was ist A und B? Was ist denn hier passiert überhaupt? Ja, wir haben hier gekämpft, aber wir haben Sturm auch. Und wir wollten unser Zelt halt noch festhalten, weil es geht halt weiter. Ne? Wir müssen ja die Nacht irgendwo schlafen. Und ja, Sie sich vielleicht um meine Freundin kümmern und weniger reden? Und dann ist unser Zelt weg. Das wollten wir verhindern. Und deswegen hat sie dann blöderweise die Stange an den Kopf gefasst. Ja. Und ja, und danach okay, hat sie kein Problem. Okay. Wie lange ist das her? Wie lange ist das denn jetzt her? Sie müssen was machen. Wie hat sie gekotzt? Also ich habe leider keine Uhr. Ja, das hat ihr Kollege, hat er dran gemacht. Ja, aber helfen Sie doch jetzt erstmal den anderen. Sie ist doch jetzt erstmal wieder versorgt von ihm. Und dann gehen Sie doch mal zu den anderen. Da sind doch noch ganz viele Kollegen. Wir haben auch ganz viele Kollegen, die noch hier mit da sind. Und mit Hilfe. Da hinten ist noch jemand, der braucht Hilfe. Ja, aber das, dann geht's dir besser. Ja. Bubi, du hast da hinten noch welche, ne? Was? Das ist gut. Die trinkt doch mal was. Ja, das ist gut. Sie auch.
Na, gib mir die Flasche zurück. Also gehen Sie doch mal zu den anderen. Da hinten, da ist noch jemand, der vermissen ja auch noch Leute. Die Martina fehlt doch. Ich bleib bei dir. Gehfähig, ja oder nein? Nein. Radiales Pulstaster? Ja. Ich bleib bei der Julia. Nein. Nein. Rot. Ist vorgesichtet rot? Rot. Rote. Das kann ich da auch machen. Ich weiß, wie das geht. Das ist ja nur drücken. Genau, wann die in den letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben? Die wollen wir das vor dem letzten Jahr. Genau, dann lösen Sie gleich den Kollegen einmal ab. Ja. Und wir können uns hier weiter um tatsächlich kümmern. Ja, super. So. Du darfst in die Bar. Ja, gut. Daniel. Das freut mich. Warum gehen wir einfach weiter? Da hinten ist auch jemand, da muss geholfen werden. Oh, danke für die Dingung an. Das hat voll nett von ihm. Warte, jetzt mal. Da sind noch die Leute, da sind aber noch keine. Ja, man kann nicht.
rein wie ein Berg, Mann. Ey. Ja, kommst du mit hin? Ja. Ich komm dann gerne rum. Hast du was? Gut. Ja. Ich komm rum. Rein. Gut, das sind vor den zweiten. Ja, pass auf, ich hab die Flaschen. Okay. Ja, ja. Okay, jetzt langsam rein. Jetzt langsam rein. Langsam rein. Langsam davor stehen. Ja. Luca, ist mit nach hinten. Ja. Ja, ja, toll, hab ich. Ja, ein Daumen hoch. Ja. Ja, machen Sie das Feld und dann machen wir oben. Das nicht. Bringen Sie die jetzt auch um. Ich habe gehört, hier sind schon zwei gestorben. Was sind, wie sind die Betreiber? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen den in den Hubschrauber bringen. Okay. Ja. Wenn Sie das Bewusstsein machen, dann seid ihr dann nochmal von 50 Jahren. Und wenn ich vom Hochschnitt dann sind wir so. Aber ich bleib jetzt auch erstmal bei euch. Das wäre super. Ich hole das Pulsoxin. Lars Gang, Erdbeeren, Erdbeeren. Und jetzt sofort in die Seitenlage, auf der Trage. Nummer 155. Ja. Umsichten auf Rot, Rückmeldung an den Gruppenführer Sand. Alles klar. Habe ich ihn schon vor 10 Minuten gefahren? Doch. Du bist da? Ja. Ja. Wir wissen, ob sie abgeht. Und nach der Seitenlage möchte ich eine Blutdruckmessung haben. Ich muss aber einmal ein bisschen sehen. Auf die Seite sollen Sie sich. 1, 2, 3. Achso, der. Ansonsten genau, ich würde gerne Monitoring dran machen. Ja. Und dann einmal den Abtransport. Ja. Gut, dann machen wir einmal Monitoring dran. Also haben wir zuerst Umlage oder zuerst Monitoring? Also. Auf dem Lager am besten. Dann. Muss ich nur dokumentieren. Ja, genau. Silvester? Dokumentierst hier noch den Weg. Adi. Einmal. Versuchen Sie mir jetzt mal geben. Nein. Schön vorsichtig. Ja. So. Spring hier den Monitor rein, da kannst du machen. Patient kommt. Der kommt jetzt. Patient kommt. Nee. Achtung.
Paderborn Leitstelle. So, hier noch ein Medomat für mal eben schnell draußen jetzt nutzen können. Für den alten PF-Cruiser kommen die braun kompakt. Ja. Für den Oxylux 2000 kommt Medomat Transport. Akkuwag, da kommt irgendwann mal die Pro und da kommt Medomat Standard 2 rein. Ich denke mal, dass wir dieses Jahr.